In diesem Video zeige ich dir eine coole Übung zum Six-Stroke-Roll und wie du dieses Rudiment sofort am Drumset umsetzen kannst. Hi YouTube, Jochen hier von Schlagzeugvideocoach.de. Die klassische Spielweise und Darstellung des sogenannten Six-Stroke-Roll-Rudiments wäre eigentlich so: 1, 2, 3, 4. Also es liegt eine 16. Unterteilung zugrunde und die mittleren beiden Schläge werden verdoppelt als 32. Also 1, 2, E und D, 3, E und D, 4. In der Übung, die ich dir gleich zeigen möchte, wandle ich das insofern ab, dass ich eine 16. Triolenunterteilung zugrunde lege. Also 6 Schläge pro Viertelpuls. Das heißt, in diesem Six-Stroke-Roll haben alle Schläge den gleichen Abstand. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Unterschied. Ist also etwas ein anderer Sound und ein anderer Flow hier. Was passiert also? Ich habe in dieser Übung diesen Six-Stroke-Roll einmal ganz gespielt und dann nur eine Hälfte. Und somit entsteht so ein schönes Auf und Ab und das Ding kriegt so ein ganz eigenes Feel hier. Und damit kannst du experimentieren. Ich zeige dir jetzt gleich die zwei Ideen, wie ich das hier am Drumset üben würde und dann wieder weiterentwickle. Am Ende der Übung habe ich einen Paradiddle eingefügt, damit sich, und das ist ja auch das große Plus am Paradiddle, der Handsatz dreht. Das heißt, im ersten Takt habe ich das Ganze mit rechts beginnend, im zweiten mit links und ich übe so beide Seiten und werde natürlich auch viel flexibler hier am Drumset. Und überhaupt ist der Six-Stroke-Roll mit dieser 16. Notenunterteilung für mich total verwandt mit dem Paradiddle. Denn ich habe hier wieder nur eine Kombination aus Single Strokes, also abwechselnden Schlägen, und Double Strokes, Doppelschlägen, und alle haben den gleichen Abstand. Man könnte auch sagen, es ist ein Paradiddle-Diddle, ähnlich wie in dem Keith Carlock-Trick-Video, das ich dir gezeigt habe. Also rechts, links, rechts, rechts, links, links. Es beginnt nur an einer anderen Stelle, beziehungsweise ist eben anders aufgeteilt. Idee Nummer 1, Akzente wieder auf die Toms. Das Ganze klingt dann so. Wenn wir das Ganze als Übung gespielt haben, wir haben rechts geführt, wir haben links geführt die Übung, dann können wir natürlich rausgehen aus diesem festgelegten Muster und das freier gestalten. Das heißt, wir müssen nicht die komplette Übung so unterbringen, wir können Einzelteile draus nehmen und etwas freier verteilen, auch was die Instrumente betrifft. We'll be right back.
Bevor ich zur zweiten Idee komme, hier noch ein paar wichtige Infos dazu. Wenn du Lust auf mehr von diesen kurzen Übungen und Ideen hast, dann schau unbedingt mal auf der Website vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung und im obersten angepinnten Kommentar. Ab heute ist mein neues E-Book Paradiddle Workout Intensivtraining verfügbar und eben auf dieser Seite gibt es auch ein kostenloses PDF mit Demos, die Übung aus diesem Video und vier weitere, auch mit dazugehörigen Demo-Videos, damit du sehen kannst, wie das Ganze gespielt wird. Und wer Lust auf mehr und das ganze E-Book hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, da auch tiefer einzusteigen. Idee Nummer 2, Becken mit Bassdrum gedoppelt. Wir haben wieder größere Bewegungen drin, klingt etwa so. Schau dir mal die anderen Beispiele auf dem PDF an. Lass mir bitte unbedingt ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß damit, viel Erfolg, dranbleiben, kreativ bleiben und bis zum nächsten Video. Bis dahin.